Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, Weihnachten steht vor der Tür und ich frage mich, was soll ich anziehen? Ich habe mir drei Outfit-Ideen überlegt und möchte die euch heute in diesem Video zeigen. Und ihr könnt dann ja mal unten in die Kommentare schreiben, welches Outfit ihr an mir am schönsten findet, welches ich an Weihnachten tragen soll. Ich kann mich nämlich leider wirklich nicht entscheiden. Also ich habe so leichte Tendenzen, aber ich bin mir wirklich noch unsicher. Ja, also das, was ich gerade trage, das wird es auf jeden Fall nicht. Auch wenn ich dieses T-Shirt echt süß finde. Ich kann ja mal näher rangehen. Hier sind so kleine Hündchen drauf, so Welpen mit so einer Weihnachtsmütze. Ja, das finde ich richtig süß. Deswegen trage ich das jetzt auch gerade. Aber ja, für die Weihnachtsfeiertage habe ich mir dann doch noch ein bisschen schickere Sachen ausgesucht. Und die werde ich euch jetzt einfach mal vorführen. Da bin ich wieder. Das hier ist das erste Outfit. Ich habe die Kamera ein bisschen weiter nach unten gestellt, dass ihr hoffentlich mehr vom Outfit sehen könnt. Ich gehe jetzt zurück und also da in Richtung Fenster und werde mich ein bisschen drehen, sodass ihr das Outfit euch besser angucken könnt. Also hier als Oberteil trage ich einen Wollpullover und ja, der ist relativ hoch geschlossen. So in so einem dunklen Blau. Der ist sehr gemütlich und sehr warm. Ich mag den total gerne. Und hier unten trage ich so einen Mini-Schottenrock, würde ich fast sagen. Hier so mit so Lederschnallen und Lederdetails. Und hier unten trage ich eine Thermo-Leggings in Schwarz und ganz unten Wollsocken. Ja, also das Outfit werde ich ja hauptsächlich drin tragen und Wollsocken halten die Füße schön warm. Die werden auch Teil aller meiner Outfits sein, ja, weil es einfach gemütlich ist. Ja, dann drehe ich mich mal ein bisschen und zeige euch das Outfit und ihr könnt entscheiden, ob ihr das gut findet oder nicht so gut. Mein zweites Outfit, mein blau bis petrolblau, oceanblau, wie auch immer man es nennen mag, Samtkleid. Das ist ein bisschen länger. Ja, ich finde das total schön, auch wenn es ein bisschen BH-unfreundlich ist. Ich drehe mich mal um und ich hoffe, man sieht den BH nicht. Das ist bei diesem Kleid manchmal ein Problem, dass man ihn halt hinten ein bisschen sieht. Aber gut, kann halt passieren, mache ich meine langen Haare drüber und schon sollte es nicht mal auffallen. Aber ich kann mich ja mal umdrehen und ich gehe wieder zum Fenster und zurück und dann könnt ihr euch das Kleid in Ruhe ansehen. Jetzt fehlt nur noch das dritte Outfit, was ich mir ausgesucht habe. Das ziehe ich jetzt an und da bin ich auch sehr gespannt, wie ihr das findet. Also ehrlich gesagt ist aktuell das dritte Outfit so ein bisschen mein Favorit, aber auch noch nicht richtig. Also ich bin mir wirklich noch unsicher. Ja, das seht ihr gleich. Das hier ist mein rotes Samtkleid und ich habe mir dazu noch diese Kette ausgesucht. Die kann ich euch mal zeigen. Die hat mir meine Mama geschenkt, das ist ein Medaillon. Ja, ich wollte immer gerne ein Medaillon haben und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, als sie mir das damals geschenkt hat. Und ich finde, das passt perfekt zu so V-Ausschnitten, wie dieses Kleid das hat. Ja, das ist es und ich zeige es euch wieder. Thank you.
welches Outfit gefällt euch am besten? Schreibt es unten in die Kommentare. Wo ich jetzt Outfit 1 und Outfit 2 nochmal anprobiert habe, bin ich mir wirklich unsicher. Eigentlich fand ich dieses Kleid ja am schönsten, aber irgendwie finde ich gerade Outfit 1 auch richtig schön und Outfit 2 auch. Also ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich Weihnachten anziehe. Ja, aber hat mich gefreut, euch meine Outfits zeigen zu können und das mit euch zu teilen. Irgendwie, das macht mir, wenn ich denn dazu komme, richtig Spaß, ein Video zu drehen und ja, voll cool. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich denn ein Video drehe. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, liebe Grüße. Tschüss!